Machen wir ein kurzes Selbstgespräch über Missverständnisse. Die Missverständnisse, es wiederholt sich immer wieder das gleiche Problem, wenn sich jetzt raumzeitige Schnickschnack-Geschichte, sagt Udo, immer dran denke ich, erkläre es denen, der mich jetzt sprechen hört, dass man so unbewusst ist, dass man glaubt, man wüsste was und man merkt gar nicht, wie man in seiner eigenen Einseitigkeiten lebt. Wie wichtig es ist, wirklich den tiefen Sinn der Worte zu verstehen. Und zwar mache ich als Aufhänger heute bei Gesprächen, das ist dieser Sat.1-Film, Der Vorname. Sollte man diese Geschichte gesehen haben, ich weiß nicht, ob der noch in der Mediathek ist, darum geht es gar nicht. Da eskaliert eine kleine Familienveranstaltung nur aufgrund von Missverständnissen. Das heißt, wenn man nicht genau zuhört und wenn das Ego einmal anfängt, sich egoistisch aufzubäumen, dein eigenes Ego, dass du das Gefühl hast, dass einer absolut nicht recht hat, dann ist jegliche Form von Bewusstsein ausgeschaltet bei dem Geist. Ich verweise auf diese kleine vorhergehende, wo die Moritz-Geschichte des Selbstgesprächs. Und jetzt kommt immer wieder dazu, dass ich sage, ich kritisiere niemals irgendeinen Gedanken, den ich mir jetzt denke. Das ist ein Kontext, wenn du das vergisst, was tut mehr oder weniger Leid in dir erzeugen, weil du meinst, es ist recht oder du regst dich über irgendetwas auf. Das ist bei den ganzen Selbstgesprächen ist unheimlich wichtig, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was jetzt wirklich da ist und was Interpretationen von dir sind, die du erzeugst aufgrund dieser Reizauslöser. Darum ist auch die Sache, ob wir über Corona reden, das vorhergehende richtig tiefe Samuel-Eggert-Video. Was ich hier noch sage, das sind ergreifende Worte, wenn du das hörst. Das sind aber alles schwingend, auch wenn er sehr christlich wird am Schluss. Lass das auf dich wirken. Hör dir die paar Minuten nochmal diesen Anfang von diesem Video, also diesen Schluss eigentlich, wo er dann das Christliche ins Spiel bringt. Wo er sagt, selbst Bekannte von mir, die das wissen mit diesen Daten, dass die sich trotzdem impfen lassen für ihre angebliche Scheinfreiheit. Wobei du immer das Dilemma hast, soll ich oder soll ich nicht? Ich kann beobachten, warum ich das mache, was ich mache. Das sind Themen, die bei Holofeeling vollkommen sekundär sind. Ich sage immer wieder, bei Holofeeling stellt sich nie die Frage, ob ich das tun soll oder nicht tun soll, ob das richtig oder ob das verkehrt ist, sondern es geht zuerst einmal darum, was ist jetzt da und welche Perspektive, welche Einseitigkeit lege ich in meiner Interpretation von dem, was da ist, aus. Wir sagen jetzt, es ist zum Beispiel eine Tasse da. Was sehe ich davon? Den Henkel rechts, den Henkel links, den in der Mitte oder gar keinen Henkel? Auf dem Kopf stehend oder nicht auf dem Kopf stehend? Darum geht es in Holofeeling. Das hat nichts mehr mit einer qualitativen Bewertung zu tun. Und was ich hier, wenn ich sage, seit 25 Jahren gebetsmannhaft wiederhole, immer im Jetzt, ist ein unendlicher Akt von Liebe gegenüber dir, auch wenn auch immer du dich jetzt in deinem chronologischen Denken, in dieses Holofeeling-Denken eingeschaltet hast. Wir schauen uns jetzt einmal Sachen etwas genauer an. Ich gehe auf das vorhergehende Selbstgespräch, bringe ich ein Beispiel. Ich denke mir, ich, Geist, denke mich jetzt als Udo, ich stehe in der Küche, ich koche und mir fällt irgendwas runter und die Küche wird hergesaut. Und dann beobachte ich, Geist, mich selbst, wie ich mit meinem Programm zwanghaft darauf reagiere und sage, Scheiße. Ich mache das jetzt einmal so. Das ist die eine Seite. Und da ich jetzt der Beobachter, der bewusste Beobachter bin und merke, ich komme aus dem Gleichgewicht, fange ich, der Beobachter, den ich mir jetzt ausdenke, an zu lächeln. Ich lächle innerlich im Angesicht dessen, dass ich als Beobachteter Scheiße sage. Und damit bin ich im Gleichgewicht. Das ist der Heilungsprozess. Wichtig ist, ich bin das hier. Ich bin weder der, der Scheiße sagt, noch der, der den beobachtet und sich bewusst ins Gleichgewicht bringt, weil das wäre jetzt ein ausgedacht beobachtendes Bewusstsein, das was ausgedacht ist. Das absolute Bewusstsein ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Und es bist du, nicht der Udo, den wir uns jetzt ausdenken und nicht das Bewusstsein von dem Udo. Das ist ganz, ganz entscheidend für dich auf dem Weg auf deine Heiligkeit, dass das immer präsent ist. Das ist ganz einfache Worte. Und umso einfacher meine Worte wird, umso weniger verstehst du das. Wir machen mal folgende Situation, dass du merkst, wie wichtig es ist, Worte zu heilen, ganzheitlich zu sehen. Es geht nicht darum, dass ich jedes Wort positiv oder negativ machen kann.
Ein Satz auch, und wenn ich immer betone, es ist tausende Male von mir wiederholt worden, warum hast du es noch nicht verstanden? Jetzt kannst du sagen, ja, ich höre das zum ersten Mal, dann hast du noch einen langen Weg vor dir. Das muss dir jetzt aber nicht Angst machen, weil du das sofort einstecken kannst. Da gibt es in dich einprogrammieren kannst, es gibt das Prinzip der 100 Affen. Auch eine Geschichte für sich selber kann man sehr vielfältig auslegen, dass wenn eine Vorarbeit geleistet wurde, und es haben die letzten 20 Jahre eine Handvoll Leute extrem Vorleistung geleistet, jetzt denken wir uns natürlich wieder Sachen aus, die nur Symbole sind. Es geht, was ist jetzt da? Es sind Informationen von dir. Jetzt pass auf, wir heben uns über die Tasse und beobachten, wie Leute streiten, ob der Henkel rechts, der Henkel links, der Henkel in der Mitte und so weiter ist. Wenn du dich über die Tasse erhebst, was du zuerst einmal, solange du noch ein einseitig werdendes Bewusstsein, Betriebsprogramm benutzt, wirst du zwangsläufig mit einer dieser Perspektiven sympathisieren. Das ist der Satz, wo ich immer sage, wenn du diskutierst oder du beobachtest eine Diskussion über irgendein Thema, werden manche Äußerungen von Menschen für dich innerlich Beifall klatschen, was du sagen, das stimmt, der hat recht, und bei anderen wirst du sagen, was ist das für ein Spinner? Du musst dir zuerst einmal bewusst machen, mit welcher Seite du sympathisierst. So, diese Vorgeschichte war nötig, und jetzt kommt das große Problem, was dir überhaupt nicht bewusst ist, was bedeutet eigentlich das Wort Sympathie? Und jetzt springe ich in diese, ohne dass du das gesehen haben musst, dieses Stück, diesen Film der Vorname. Das ist also ein Literaturprofessor, der dann innerhalb dieses Films immer dann noch sagt, hier mit Sprache, der Vorträge hält, das wird am Anfang zeigt, da fällt zum Beispiel mal eine, sagt das Wort, das ist geil, und er sagt, ihr wisst doch gar nicht, was geil bedeutet, geil kommt und bla bla bla, und er zitiert vollkommen geistlos aus den Wörterbüchern. Was ich ja auch mache, bloß die Schwierigkeit ist zum Beispiel meine Vorsilbe end als Beispiel, dass meine Vorsilbe end eigentlich alles drinsteht, bloß ich weiß hundertprozentig sicher, dass da nicht so niemand ist, den ich mir ausdenke, der bisher wirklich verstanden hat, was die Vorsilbe end wirklich bedeutet, obwohl das in ganz klaren Worten dasteht. Aber die Lösung ist so, weil egal wen ich mir ausdenke, ein Gedanke von mir das sowieso nicht verstehen kann. Es kann nur der Geist verstehen, der sich's ausdenkt. Und Menschen, die du dir ausdenkst, sind einfach nur vergängliche Erscheinungen. Da wird jetzt wieder alles in dir rebellieren. Das heißt, solange du ein tiefgläubiger Materialist bist oder ein tiefgläubig religiöser oder esoterisch geprägter Mensch bist, Weisheiten, die du nur nachplapperst und aus dem Buch heraus kennst. Und jetzt schau in dich rein, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Du magst dir noch so toll vorkommen. Ich sag dir jetzt eins, dir Geist. Wenn du Holofeeling absolut verstanden hast, dann hast du innerlich ein Dauerlächeln. Dann hast du eine absolute Glückseligkeit, obwohl du genauso als Brüssel, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, da sitzt, wie du schon immer da gesessen hast, wenn du dich jetzt irgendwo sitzend hindenkst. Es ist im Inneren, kann es die Heiligkeit entstanden. Und solange du noch vor irgendwas Angst hast oder dich über irgendwas aufregst, hast du null Ahnung, dann quatschst du nur noch von Heiligkeit und wir sind ja alles eins und es ist ja alles gut und es gibt ja keine Zukunft. Wenn du das doch verstanden hast, was du bist, vor was hast du dann eigentlich Angst? Das sind Selbstlügen. Das sind einfach nur Selbstlügen. Das ist einmal das Erste, was man verstehen muss. Und da geht es jetzt bloß um dich und um mich. Und jetzt ist die Frage, was denkst du bei dem Wort dich? Das ist immer ein Spiel. Ich komme zu dem Wort Sympathie. Du wirst feststellen, dass du bei Menschen, wenn du jetzt in dir Menschen auftauchen, in deinem Traum, wir setzen uns als Träume in den Geist, dass du mit gewissen Meinungen, die geäußert werden, wirst du sympathisieren und andere wirst du ablehnen. Jetzt schau mal ganz ehrlich in dich rein, was drückst du mit dem Wort Sympathie aus? Das Wort Sympathie heißt Mitleid, Mitleiden. Es war doch bis dato, bevor dir das bewusst geworden ist, übrigens auch dann hier bei dem Literaturprofessor, der hier den Mund so aufreißt, ist es doch was Positives. Ich sympathisiere mit der Meinung. Aber das Wort heißt leiden, mitleiden. Du leidest an der Fehlerhaftigkeit dieser Logik, die dir logisch erscheint. Du leidest an der absoluten Fehlerhaftigkeit deines Glaubens, den du mein Glauben nennst, der gar nicht dein Glauben ist, sondern bloß dein geistlos nachgeäfftes Wissen, das dir logisch erscheint.
Und sobald du was hast, was dir logisch erscheint, brauchen wir was, was nicht logisch ist. Das sind unsere ersten zwei Grundzeiten. Darum sage ich, hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Du leidest an derselben Unwissenheit, die du meinst, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Mach dir die Sichtweisen, die du bisher bekämpft hast, zu eigen. Die brauchst du nämlich für deinen Heilungsprozess. Du brauchst zu dem Scheiße, brauchst du das Lächeln. So wie du zum Sonnenschein den Regen brauchst und zu der Krankheit die Gesundheit brauchst. Ja, sobald das, diese Welle aufgeschmissen ist, ist eigentlich die Kollektion von Gesundheit und Krankheit, ich nenne normalerweise das Heiligkeit, sage ich, ist das da mal in Bezug jetzt auf den Trockennasenaffen, ist das die Welle, ist dein Körper. Einmal ganz grob. Das heißt, du kannst dich gar nicht gesund oder krank fühlen. Grundvoraussetzung ist, dass du zuerst einmal an deinen eigenen Körper denkst. Solange du nicht an den Körper denkst, kann auch kein Gefühl von Gesundheit oder Krankheit in Bezug auf den Körper da sein. Ja. Jetzt ist natürlich, zuerst musst du überwunden haben, dass du auch dann existierst, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und solange das nicht vollkommen in dir ausgematzt ist, wenn da nur ein Hauch, ein winziger Hauch von Zweifel ist, dass das, was ich jetzt dir erkläre, ich sage nicht einmal, was ich behaupte, es ist hundertprozentig sicher. Solange ein Hauch von Zweifel ist, wirst du immer wieder krank werden, du wirst Wehwehchen haben und so weiter, so wie es halt bisher war, weil du mich nicht verstanden hast. Weil du im tiefsten Inneren nicht akzeptieren willst, dass du was anderes bist wie ein Gedanke von dir. Wie eine vergängliche, du bist was anderes wie eine vergängliche Information. Das bist du natürlich nur, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Weil nur Bewusstsein kann was wahrnehmen. Und wenn ich jetzt das Wort Bewusstsein ausspreche, denkst du schon wieder was, zumindest an das Wort Bewusstsein. Das ist kein Bewusstsein. Das ist unser Trick mit Rot geschrieben. Wir reden jetzt von etwas, wie sagt der Udo immer, das durch jedes Wort, das ich spreche, eigentlich zerstört wird, ohne dass es zerstört wird. Weil nichts kann man nicht zerstören. Ich kann das einhüllen in Vorstellungen, in Gedanken, die ich um mich herum verstreue. Das ist, wenn wir da rein physikalisch werden, was du merken, jetzt hier mit unserer Kamera obscura, ich sage, der Punkt eigentlich, der in dem Punkt ist nichts und alles gleichzeitig. Und diese kleinen Metaphern, die ich immer wieder bringe, die sind viel tausendmal tiefer, wie du dir das jetzt vorstellen kannst, wenn ich erwähne, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und das gilt für alles. Ich weise nochmal darauf hin, du hast jetzt ein Bild vor dir. Wir konzentrieren dich jetzt einmal ganz einfach auf dieses Monitorbild und du denkst dir, das wäre ein normales Papierfoto. Mach mal, das habe ich ein paar Mal schon erklärt. Da ist jetzt die Ariane hat schwarze Haare, wir sagen mal einen weißen Pullover, der weiße Stuhl im Hintergrund und wir sagen, das Gesicht ist jetzt nicht ganz weiß, wenn es ein Schwarz-Weiß-Foto wäre und das wäre jetzt das klassische Foto, das klassische Bild, ich nenne das einmal hier das Positiv. Und du brauchst immer für ein Positiv ein Negativ, so wie du für einen Wellenberg ein Wellendorf brauchst. Ich bleibe bei den abstraktesten zwei Seiten. Und jetzt habe ich jetzt dieses Beispiel, wie tief das geht, auch in die Physik hinein. Über die Sprache, wohlgemerkt, das sind alles nur symbolische Sachen, die auf Worten aufbauen. Ich erzähle dir was. Ich sage jetzt, wir denken uns jetzt nochmal dieses Foto, ein Papier. Und es wäre jetzt diese Hälfte Ariane, wo du siehst, wäre jetzt eine normale Papierfotografie in Schwarz-Weiß. Und wir machen jetzt das Schwarz-Weiß und natürlich hier die Grauwerte, die Graustufen, die wir jetzt haben. Die machen wir einfach mit Farbe drauf und die Farbe ist noch feucht. Das heißt, wenn man hinlangen würde, wird es verschmieren. Aber das wäre jetzt dieses Bild. So wie du die Ariane siehst, denk dir das bloß als Schwarz-Weiß-Bild. Das heißt, man benötigt jetzt innerhalb dieser Logik, der materialistischen Logik eines Fotoabzuges, kann dieses Ding kann's nur geben, wenn er dir negativ da war. Jetzt bei digital ist es natürlich anders, aber da brauchen wir Datei. Das spreche ich jetzt nur an, dann wird es viel komplexer. Okay, dann ist das der zugehörige Diagnegativ. Ist jetzt dann, wäre jetzt dieses Diagnegativ wieder ein weißes Blatt Papier? Okay. Bloß, dass jetzt der Pullover von der Ariane wäre jetzt schwarz. Der Stuhl im Hintergrund schwarz mit anderen Grauwerten. Die Haare wären total weiß. Und das Gesicht der Wischiwaschi. Wie hat die ja positiv, die ja negativ ausschaut. Und jetzt pass auf, jetzt kommt eine wunderschöne Symbolik. Jede Kleinigkeit ist so voller Symbolik. Das wäre jetzt die ja positiv plus und minus.
Gesundheit, Krankheit, wie wir das auch nennen wollen. Und jetzt vereinigen wir das, wir legen das aufeinander. Und jetzt pass auf, wenn du das jetzt vorstellst, wie tief die Sprache geht in dieser Metapher. Jetzt wird hier natürlich das Weiß hier von dem Schwarzen abgedeckt, das Schwarz vom Weißen und die Grauwerte, wenn hier 10% weiß ist, ist hier schwarz ist, ist hier zwangsläufig 90% schwarz, dass selbst die Grauwerte sich, wenn wir das aufeinanderlegen, haben wir hier zwischen diesen zwei Weiß, haben wir eine 100% gleichmäßige Schicht Schwarz. Das ist Krishna. Krishna ist der Schwarze, das ist Gott. Und der platzt jetzt in zwei Weiß auf, Weiß mit scharfem S hin ist es Weib. Das heißt, der Schwarze wird eingehüllt vom Weißen, vom Weib. Das Weib, das Weiß, ich weiß, das symbolisiert deine Traumwelt. Das hebräische Wort dafür ist Elbein, Leben. Haben wir im letzten Selbstgespräch kurz angesprochen. Was aber noch viel interessanter ist, ich gehe da noch einen ganzen Schritt weiter. In der Physik ist das das schwarze Loch, wo alles vereint ist, und das weiße Loch, wo alles außen ist praktisch. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir machen mal, wenn wir das jetzt fokalisieren, dann ist physikalisch das doppelt aufgespannte, ist ja das W, kann man AI lesen, weiß, mit AI geschrieben, mit Aleph, dann heißt es das doppelt aufgespannte, das Nichts und die Polarität. Das heißt, nichts wird zu einer Polarität. Ich kann das AI dazwischen auch mit einer 70 schreiben, dann wird es der Augenblick auf eine Polarität. Was dann hier Trümmerhaufen heißt, wobei der Trümmerhaufen beginnt wieder mit DRU, das heißt, seine Reihe, seine Spiegelwahrnehmung besteht zuerst einmal aus 2 mm, die erweckt werden, Trümmer. Jetzt muss man natürlich Grundlagen haben, sonst kann es keiner, ich weiß jetzt, das Programm Arione kann vollkommen folgen und noch einige Programme, über die es was erzählt, ja alles. Aber es ist jetzt in einer sprachlichen Form, wie wenn du was nicht lesen kannst oder Sprache nicht verstehst. Das letzte Selbstgespräch, wo ich als Schrift einblende, sage ich, sobald du das nicht lesen kannst, klickst du das eh weg. Wenn du was lesen kannst, fängst du an zu urteilen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Wenn du vollkommen sehen kannst, hast du ein Dauerschmunzeln im Panim. Im Geh-Sicht, in deiner geistigen Sicht, weil du immer heil bist. Und das ist das, was du in dem Leben zu lernen hast. Und das Leben wird ewig dauern. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Was hier mit Holofeeling passiert ist, dass das dann mal egal welche Schrift oder egal was auftaucht, das ist ein wichtiges Puzzlestück. Und die Entheiligung, unser Thema ist immer noch die Sympathie. Das mit etwas sympathisieren ist ein Zuspruch, dass du das gut findest. Wie krank ist es eigentlich, wenn ich eigentlich sage, ich leide da mit und finde das gut? Merkst du, wie schizophren, wenn ich sage, es sind wahnsinnig, ihr versteht doch eure Wörter nicht. Das siehst du dann selbst bei den ganzen Sprachprofessoren. Solange du einseitig bist, legst du ein Wort nicht vollkommen aus. Mein uraltes Beispiel mit dem Krebs, diese paar Sachen, die du jetzt denken kannst, ich sage, das Buch ist ein 400-Seiten-Buch. Das musst du ja gar nicht wissen, du musst bloß wissen, dass du immer bloß was raussuchst und du kannst jetzt dich dabei beobachten, ob du jetzt aus einem Wort für dich positiv bewertete oder negativ bewertete Eigenschaft machst. Ich springe nochmal rein, ich denke mir jetzt einen aus, der ist wie Gott, einen Michael aus. Wirst jetzt gleich merken, wen ich meine. Der hat sich seit langem wieder gerührt bei mir. Und wie oft habe ich die Geschichte gebracht, was ist jetzt besser, Sechser im Lotto oder Krebsdiagnose? Du hast nur 4 Wochen zu leben. Und du hast für den Geist, für deinen Geist, das ist die Krebsdiagnose. Für das Tier in dir der Lottogewinn. Alles, was sich widerspricht, hebt sich irgendwie auf eine seltsame Art und Weise, verwandelt sich das in was vollkommen Neues. Und es ist die Auflösung, das Kind muss sich auflösen. Das sind so einfache Sätze. Wie oft muss ich das noch sagen? Hast du es verstanden? Hast du es wirklich verstanden? Das bestimmst selbst, das bestimmst du. Aber ich sage, schau doch einfach noch. Wenn du es verstanden hast, dann hast du eine unendliche Lebensfreude in dir und eine Gier, eine absolute Gier auf neue Erfahrungen. Aber was sind neue Erfahrungen? Meinst du, wenn du eine Weltreise machst, dass du neue Erfahrungen machst? Du machst zwar Erfahrungen, die du noch nicht erlebt hast, aber die wachsen alle auf dem Mist deiner jetzigen Logik.
Du arbeitest mit einer gewissen Logik und es ist wie ein Iterationsprogramm. Und wenn wir jetzt eine, normal gesprochen, eine Weltreise buchen und wir fahren jetzt hier ein Vierteljahr um die Welt, dann wirst du unendlich viele Bilder und Menschen und Landschaften sehen und Geschichten erleben, die du noch vorher nicht gekannt hast. Aber die entspringen alle aus derselben Logik. Das heißt, es sind Variationen von Variationen einer Logik, die in dir läuft. Es ist eigentlich nichts Neues. Es ist nur oberflächlich betrachtet neu. Das ist wie mit dem Mandelbrotfaktor. Wenn wir uns reinzoomen in diese Mandelbrot-Iteration, taucht irgendwann nach Millionen, Milliarden Iterationen immer wieder oberflächlich betrachtet dasselbe Mandelbrotmännchen, dieses Äpfelchen auf. Es ist aber, wenn man das genau arithmetisch nimmt, ist es nur oberflächlich ähnlich. Ich habe dir so oft erzählt. Hast du es wirklich verstanden, dass wenn du Menschen siehst, für dich Menschen, hast du bei dem Wort Mensch, Bindestrich, Dornnase, Affe, hast du eine ganz klare Vorstellung. Das baut jetzt deine Generation Körper. Erstens. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Fünf Finger auf der Seite, fünf auf der Seite, fünf Zehen unten, fünf Zehen unten. Jetzt, wenn du Medizin studierst, baust du eine Vorstellung, Skelett, Knochengerüst, Thorax. Jetzt können wir reingehen in die ganzen medizinischen Begriffe. Das ist Wissen. Du baust aufgrund dieses Wissen diese Vorstellung auf. Wenn du jetzt wirklich ein Computer, ein träumender Geist, Bindestrich Computer bist, veränderst du das Programm, baut sich ein komplett anderes Bild bei dem Wort Mensch auf. Tast du mal das erste und das zweite Gebot halten. Mach dir kein Bild von dir selbst, wenn du ein Gott sein willst. Weil ein ausgedachter Gott ist kein Gott, es ist ein Geschöpf, es ist eine Vorstellung von jemandem, der sich den ausdenkt. Der kann nicht mächtig sein oder der kann nur so sein, wie du in dir denkst. Und die Allerdümmsten, die sagen, Gott existiert nicht. Ich sage, stimmt, wenn du nicht dran denkst. Dieser Satz, wenn du den einen Satz verstehst, das ist für dich Geist unendlich wertvoller, wie wenn du jetzt als Brösel 5 Millionen im Lotto gewinnst. Weil das hält dich, das bringt dich aus deinem Gefängnis gar nicht raus, du strudelst dich bloß immer noch mehr rein. Und es wird letzten Endes dir nicht erspart bleiben, dich irgendwann einmal aus dieser derzeitigen Bewusstseinsebene herauszuwachsen in eine höhere Bewusstseinsebene. Dann beginnt eigentlich wirklich erst der göttliche Spaß. Und das Verrückte ist die Freiheit, ich lasse die dir selbst entscheiden. Spiel dein Leben, spiel mit dir und rede dir nicht ein, dass du irgendwann in der Zukunft dich auflösen wirst. Das, was du zu sein glaubst, das heißt, das, an was du denkst, wenn du jetzt an dich denkst, das löst dich schon auf, wenn du nicht mehr dran denkst. Und das ist hundertprozentig sicher, darum betone ich das immer wieder. Und solange du auf das Geschwätz der geistlos nachgeäfften Logik deiner Lehrer und Erzieher hörst, narrst du dich selber. Bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was ich dir verspreche. Darum sage ich auch immer, was ich immer wieder sage. Fränkisch. Ich im Meer. Das ist UB 86 Adayom. Jede Kleinigkeit, jeder Versprecher. Ich bin mich höchst bemüht, mich als ein Brösel Trottel darzustellen. Und wo ich auch immer wieder sage, ich kann kein Englisch, wenn du mich magst, ich will nicht besserwisserisch sein, sondern ich will dich inspirieren. Und hör auf, intellektuelles Wissen zu bewundern. Weisheit solltest du bewundern. Weisheit ist aber als Ding an sich noch kein Wissen. Das ist dieser unbekannte, das unbekannte heile Ganze im Hintergrund, aus dem alles entspringt. In der Physik haben wir unser Problem des weißen Lichtes. Das dann zerbrochen wird nach Newton in die Grundfarben. Das ist aber doch bloß eine Oktave. Aber dann denkst du schon wieder mit Frequenzen hoch. Aber da haben wir das Problem, dass die höchste Frequenz und überhaupt keine Frequenz mehr des Null und des Alles dasselbe ist. Wie die Eins und die Null. Wie definiere ich das eine? Ein, das nicht existierende Bewusstsein ist alles. Es ist ein Gefäß, in dem sich alles Existierende überhaupt befindet. In einer Einheit. Das ist All. Und La. Und ist eins nur eine winzig, die kleinste Facette von unendlich vielen Facetten, wenn du an Zorn denkst. Das ist jetzt das Spiel, ist um diese seltsame Eins spiegelt sich das. Gehe ich den Weg eins durch in die Division oder in die Multiplikation? Aber beides führt dich in die Irre. Das eine ins unendlich Große und das andere ins unendlich Kleine.
Aber wo kommt das ausgedachte unendlich große und das ausgedachte unendlich kleine her? Alles Ausgedachte muss doch irgendwo herkommen, Kreatio ex nihilo, aus einem absoluten Nichts. Das ist Gott. Das ist die Energie Quadrat, die sich ständig in eine andere Form umwandelt. Wir wollen doch nicht ins Detail gehen, aber gerade die Worte, diese Einseitigkeit und das Einzige, was ich zurzeit mir wünsche, siehst, Gott wünscht sich was. Ja, ich kann mir nur wünschen, dass du mich verstehst, wenn ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das von jetzt, von einer Sekunde auf die andere bestimmen kannst. Und du wirst es nicht verstehen, solange du meinst, dass irgendwann in einer jetzt, hier und jetzt, de facto jetzt gedachten Zukunft in deinem Leben was besser wird. Es wird nicht besser, wenn du meinst, du läufst davon und du tust dir jetzt denken, ich bin in Deutschland und ich ziehe nach Frankreich. Und es wird auch nicht besser, wenn du von Frankreich wieder nach Deutschland ziehst. Weil das alles ausgedachte Estaken sind. Du musst begreifen, das, was man in der Bibel Paradies nennt, das ist das Hier und das Jetzt. Und da bist du schon. Da kommst du auch nicht raus. Das ist dieses Nicht-Denkbare, das wir uns jetzt ausdenken, dieser Punkt. Und dann können wir schon wieder, müssen wir zwei machen, nämlich den absoluten Mittelpunkt, den wir uns jetzt ausdenken, und die peripheren Mittelpunkte. Das ist in der einfachsten Form in unserem Spiegeltunnel das erste Lämpchen und die Lämpchen, die sich dann drumherum befinden, ob wir jetzt nur eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung machen in dem Spiegeltunnel oder wir setzen uns in den Tetraederkristall rein. Wenn ich dieses Licht bin und ich schaue um mich herum, sehe ich viele, viele Lichter, die hochgespiegelt sind. Das sind aber nur Spiegelungen von dem Innersten. Und dann sage ich, dieser Innerste, den wir uns jetzt ausdenken, der eigentlich gar nicht denkbar ist, hat die erste Schicht, die drumherum ist, das ist die Spitze zwischen JC und ICH. Und darum ist er, wo ich gesagt habe, die Energie müssen zwei sein. Der vom Bücherregal und einer, der liest. Diese Polarität ist hochinteressant. Der Mittelpunkt ist OB. Wenn wir jetzt das wegmachen, in einer aufbauen, ist es, dass wenn du jetzt dich erlebst als Mensch, brauchst du rotes Ich, ein blaues Ich. Der Computer braucht ein Programm, sonst gibt es keine Bilder. Und den Heiligen vom Worte, was ist ein Nazi? Was löst das Wort? Was hat vor Holofeeling das Wort Nazi ausgelöst? Ich sage jetzt auch hier eine Wiederholung. Das kommt von Nation, das heißt schlichtweg und einfach, du bist stolz auf die Nation, in der du als Trockennasenaffe geboren wurdest. Das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, dass du ein stolzer Deutscher bist oder ein stolzer Türke oder ein stolzer Italiener, aber du bist stolz auf ein Spezialgebiet. Auf eine Nation. In deiner Erziehung, dein Programm schreibt dir vor, Nazi ist ganz klar irgendein Deutscher, der gegen Ausländer und gegen Juden ist. Das ist wie mit Sympathie, das ist eine einseitige Auslegung. Das ist wie wenn ich sage, Krebs ist eine Krankheit und alles andere ist es nicht. Aber dir muss klar sein, dass du dadurch reduziert bist. Und jetzt mache ich nochmal in Kindergartensprache. Jetzt stell dir vor, die Nationen sind einfach Sinnesorgane. Du kannst stolz sein, wenn du sehen kannst. Und du kannst auch stolz sein, wenn du hören kannst, wenn du zum Ohrenfall gehörst. Aber du musst wissen, wenn du zum Ohrenfall gehörst, so stolz du auch bist, du wirst niemals sehen können, solange du nur zum Ohrenfall gehörst. Und wenn du zum Augenfall gehörst, sei stolz, dass du sehen kannst. Das ist in Ordnung. Aber versuch nicht allen um dich herum, allen anderen Völkern das Sehen beizubringen. Es wird dir beim Ohrenvolk nie gelingen, dass die zum Sehen anfangen. Und jetzt beginnen die Streitereien, weil jeder meint, das, was er kann, ist richtig und das andere kann er nicht nachvollziehen, weil es ihm unlogisch erscheint. Ich kann jetzt wieder wiederholen, wenn du viele Selbstgespräche hörst, weißt du, wie oft sich viele von einer Geistesführung schon angehört haben? So nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was der will, wenn du zum Augenvolk gehörst, der spricht hier von Tönen und Harmonien. Ich seh keine Töne. Und wenn du zum Ohren folgst, die reden von Rot, Grün, Blau, ich höre kein Rot, Grün, Blau. Das ist doch ein Schwätzer. Das ist doch ein Fantast, der weiß doch nicht, was er spricht. So hört sich das dann an. So, und jetzt geh im Bundestag und hör die politische Partei an. Es sind unendlich primitive, von uns jetzt ausgedachte Figuren, Kreaturen, Besserwisser, die nichts dafür können, dass wir die jetzt denken. Der Schlüssel beginnt mit dem Halten des ersten und des zweiten Gebotes. Egal welcher Religion du angehörst. Solange du nicht aufhörst, dir ein ganz bestimmtes Bild von dir zu machen, wo du sagst, das bin ich und alles andere bin ich nicht, wirst du leiden.
Du bist immer El Ayom, du bist ich. Und egal, welche Welle du jetzt aufschmeißt, die zu einer Information wird, die bist du natürlich auch, aber nur ein bisschen. Du bist alle Gedanken, du bist alle Wellen, aber nicht eine bestimmte davon. Nur eine bestimmte davon. Das ist der Bruch des ersten Gebotes. Und solange du dir irgendwelche Bilder unbewusst an den Himmel oben ausdenkst oder auf die Erde runterdenkst, und du meinst, du hast damit nichts zu tun, obwohl du die doch erschaffst in dir, weil du sie denkst, wirst du leiden bis in alle Ewigkeit. Und in dem Moment, wo du das bewusst machst und jetzt auch noch dich setzt als einen bewusst ausgedachten träumenden Geist und du erkennst, dass du dir gar nicht raussuchen kannst, dass du jetzt in dem Moment das Selbstgespräch dir anhörst. Meinst du, du konntest dir das aussuchen? Und du kannst dir auch nicht raussuchen, wenn du jetzt wirklich neben dir ganz dich komplett losgelöst hast, wie du auf diese Worte reagierst. Du kannst es beobachten. So, und jetzt springen wir am Anfang. Jetzt gedacht an den Anfang des Selbstgespräches. Du beobachtest dich dabei, wie du eventuell sagst, was redet denn der für einen Scheißdreck? Das kannst du beobachten, eventuell, dass das ist. Und dann kannst du hier dabei lächeln und sagen, hier, als der den beobachtet, du hast gar nichts verstanden. Du kannst natürlich auch innerlich wie der Moritz Beifall klatschen, der ist ja so klasse. Dann musst du dir denken, was ist das für ein Scheißdreck, was der erzählt? Für was müht er sich eigentlich ab? Um nichts. Ich mühe mich ab um nichts. Nämlich um dich. Um dir zu erklären, dass du ich bist. Ich bin nämlich auch nichts. Solange wir nicht an uns denken. Dann ist aber irgendwas anders da. Stimmt. Das wird jetzt immer, dass ich sage, dieses Gespräch erlebt jetzt jemand. Und jetzt machen wir mal ganz einfach. Wird ich jetzt als Udo ausgedachterweise, ich denke jetzt an den Udo, der Skat mit Arihonne, dann ist da einer, der denkt sich nur zwei aus, nämlich die Arihonne und den Udo. Ich habe das so oft erzählt. Aber jetzt, da ich mir jetzt denke, dass mir das Internet dieses Video veröffentlichen und es im Internet drin ist, kann ich mir jetzt zwangsläufig auch jemanden denken, der sich jetzt das Gespräch anhört, der weder Arione noch Udo ist. Der aber dann auch an sich denkt vom Computer sitzen, wenn er an sich denkt. Dann denke ich mir schon drei aus. Aber können das nicht viele anschauen? Also ein statischer Parameter ist jetzt die Ariane und der Udo, weil die ja als Pixelmännchen auf dem Monitor sind. Und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass ich, egal welchen Namen ich mir jetzt gebe, wer ich zu sein glaube, dass ich mir das anhöre. Ich sage jetzt, ich schließe mal, ich bin weder Ariane noch Udo. Aber ich bin hundertprozentig sicher, der sich jetzt diese zwei Figuren ausdenkt. Also denke ich dann zwangsläufig, wenn ich an mich denke, an eine dritte Figur. Das wäre jetzt die Synthese von Ariane und Udo. Geh einfach den Gedankengang mit. Aber jetzt kannst du dann einen Schritt weitergehen als der Geist, wenn dein Programm erweitert ist, was du normalerweise gar nicht denkst. Aber wenn ich jetzt ja wer anders wäre, ich kann mir jetzt noch viele andere ausdenken, denen es genauso geht wie mir, dass die auch vom Computer sitzen, vor ihrem Computer, von ihrem Hintergrund, ganz persönlich ausgedacht. Ursache ist jetzt diese eine Datei. Das gilt für jede Internetseite, die irgendwer, den wir uns jetzt ausdenken, aufmachen. Und warum gilt es? Weil wir uns das jetzt denken und jeden Menschen, den du dir denkst, der entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst und der wird genau das denken und empfinden, was du denkst, dass er denkt und empfindet. Die Kleinigkeit der Sätze, dass dir das klar sein muss, ein Mensch entsteht erst, wenn du ihn denkst. Solange du einen Menschen nicht denkst, existiert er nicht. Und wenn du ihn denkst, jetzt hast du mal Information. Du kannst den dann eventuell realisieren auf deiner VR-Brille. Als sinnlich wahrgenommene Information, die dann aber unbewussterweise in einer gewissen Entfernung vor dir da außen zu sein scheint. Dann brichst du das zweite Gebot. Und du wirst niedergehen vor diesen Geboten, wie einfach die sind. Und jetzt bringen wir irgendeinen Theologen, einen Pfarrer, der das weiß. Ich sage, das hängt jetzt davon ab, wenn du mir den bringst, müssen wir uns den denken. Und jeden, dem wir denken, es ist wie eine Kiste. Wir bestimmen, ob er es weiß oder ob er es nicht weiß. Und solange du dir Menschen ausdenkst und dich dann dabei beobachtest, jetzt merkst du schon, dass du die Ebenen wechseln musst und dich gnadenlos über diese Menschen aufregst,
wirst du, wenn du dich selber beobachtest, einen klaren Akt von vollkommener Geistlosigkeit in dir beobachten, weil wie krank ist einer, der sich was ausdenkt, das genauso ist, wie er es denkt und es nur deshalb ist, weil er sich's denkt und sich jetzt über das, was er selber erschaffen hat, Betonung liegt auf ausgedachte Affen, sich gnadenlos darüber aufregt, die wären doch gar nicht, wenn er sie nicht denken würde. Dann wäre er aber wieder mit irgendwas nicht einverstanden. Und so hampelst du in einem riesen Dilemma hin und her, was eigentlich ein sehr spaßiges Spiel wird, wenn man es bewusst macht. Sobald dich was überhaupt nicht mehr interessiert, sobald du überhaupt nicht mehr resonierst auf irgendeine Reizauslese, auf eine Erscheinung, die in dir auftaucht, ist die schon wieder weg, bevor du sie überhaupt wahrgenommen hast. Das gilt übrigens auch für Corona. Das heißt, du wirst es nicht aus dem Kopf rauskriegen, wenn du ständig nachschaust und meinst, du kriegst es zwangseingespielt. Das stimmt überhaupt nicht. Das kriegst du nicht zwangseingespielt. Du hast alles gleichzeitig im Hintergrund und du resonierst ganz, ganz massiv und holst es immer und immer wieder hoch. Unbewussterweise, das ist das Problem. An allererster Stelle jetzt hast du mal dich selbst, deinen eigenen Körper. Weil das ja für dich die Ausgangsbasis ist. So mit dem Wahn, ein Geist, der sagt, mich wird es ja nicht geben, wenn es mein Gehirn nicht gibt. Du verwechselst die Kausalität. Das Gehirn gibt es nicht, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Jetzt haben wir aber wieder zwei Seiten, mein Klingelingeling-Beispiel. Und jetzt, ich erkläre dir nicht, dass das eine richtig ist und das andere verkehrt ist, sondern was ist bei dem Widerspruch richtig? Die Synthese, die dich in einen vollkommen neuen Bereich bringt, wo deine Menschheit nichts weiß und gar nichts wissen kann, bevor du das nicht weißt. Und wenn du das weißt, kannst du dir Kisten denken, wo du dir das reindenkst. Und dann hast du Menschen um dich herum, die das alle wissen. Ohne das zu wissen. Weil Gedanken von dir dann nur den Anschein machen. Und das wird dir alles vollkommen bewusst. Es kann nur dem bewusst werden, der es sich ausdenkt. Nur dem Bewusstsein, dass du selbst bist. Darum sage ich, ein Udo kannst du nicht wissen, eine Arani kannst du nicht wissen, ein Redo oder wen du auch immer denkst. Weil das vergängliche Erscheinungen sind. Eine vergängliche Erscheinung, das heißt, alles, was existiert, existierend heraustritt, wird auch wieder in dich hineinfallen, spätestens wenn du den nächsten Gedanken denkst. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz. Und der ist hundertprozentig sicher, weil du den von Augenblick zu Augenblick überprüfen kannst, aber nur dann, wenn du jetzt Geist bist, wenn du mich sprechen hörst. Wer es niemals erleben wird, ist irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Es ist schon eine Welt, wo wir reingehen, wo es zwar noch Menschen gibt, ohne dass die in deiner bisherigen Vorstellung vom Mensch eigentlich geben kann, dass die was wissen können. Es ist in der Welt der Realität, sind es die Zeichentrickfiguren jetzt in den ganzen Disney-Filmen. Die vollkommen lebendig mit Gefühlen, mit Trauer, mit allen, wenn du die modernen computeranimierten Filme anschaust, wo dir aber vollkommen klar ist, das sind einfach nur Zahlenstrukturen, die an einem Computer entwickelt wurden. Und wenn du jetzt da einen Schritt weiter gehst, wirst du meinen, dass die ganzen Menschen, dass das ist das, was zur Zeit, das ist die Symbolik, das ist die Reife, die du jetzt von mir kriegst. Ohne einen Hauch von Science Fiction. Es war schon immer so, von am Beginn der Welt, und die hat jetzt begonnen und sie endet jetzt, das Brandopfer. Welt, das Wort Welt ist wieder was ganz was anderes. Das Wort Kosmos, Universum wird was ganz was anderes. Du musst nur das nehmen, was da steht. Universum, das in eins gekehrte, das ist dieses Prinzip, Kosmos heißt Ordnung. Ja, Anders definiert. das ist dasselbe Wort, nur eine komplett andere Auslegung, und zwar die Auslegung, die in deinen Wörtern, Büchern drinsteht. Und Energie ist ein inneres Wirken, Energie ist das innere Wirken, das in dir wirkt, in dir, nicht da außen. Ausgedachte Energie ist keine Energie. Ein ausgedachter Mensch ist auch kein Mensch. Das ist der Unterschied zwischen Adam und Enosch. Das ist ein Affe, ein sterbliches Säugetier. Der Mensch, der sich das ausdenkt, schaut eine Hälfte von sich an. Darum ist der Mensch Denker und Ausgedachte, Seger wie Nekova. Und die Nekev, das als weiblich übersetzt wird, heißt zuerst einmal eigentlich nur Loch. Das ist wieder hebraisiertes deutsche Wort für dich zur Lebensfrische. Und das Leben ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz, wenn man es blau macht. Das ist die Computersprache.
Wenn du Geist wirst, wirst du neugieriger werden. Und wenn du jetzt ein Hosenscheißer-Geist bist, du wirst dich auch immer wieder dazu, du musst die Zeichen nicht lernen. Du hast so unendlich viel Zeit in der Ewigkeit, im ewigen Hier und Jetzt. Überwinde zuerst einmal dein zwanghaft unbewusstes chronologisches Denken. Dazu muss ich kein intellektuelles Wissen haben. Und ich muss auch nicht Intellekt bewundern. Ich wiederhole einen einfachen Satz: Wenn du Intellekt bewundern willst, dann nimmst du dein Smartphone in die Hand, das du dir jetzt ausdenkst, wenn du eins hast. Ich habe ja kein Smartphone. Und geh ins Internet damit. Und dieses kleine flache Ding, jetzt rein einmal bewusst ausgedacht, werde ich mit einem Wissen konfrontieren. Jede Internetseite, alles, was du aufmachst. Du wirst keinen Affen finden, der so viel weiß. Vielleicht ein Allereinziger, bei aller Bescheidenheit. Der weiß aber, wieso das Ding so viel weiß. Weil ich das mache. Aber das ist kein Geist. Die Maschine kriegt das nicht mit. So, jetzt springen wir mal in die Moderne, wenn du jetzt dich reinliest in deine ausgedachte Menschheit, wenn all die Sachen, wo ich bringe mit künstlicher Intelligenz, in Science Fiction hochgeblasen, die Angst vor künstlicher Intelligenz. Vergiss es, künstliche Intelligenz ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber wie historische Fakten. Da müsste ich wissen, was ein Oxymoron ist. Historische Fakten sind ein totaler geistloser Blödsinn, wieder ein Wort, das komplett entheiligt wird. Was jetzt komischerweise nicht entheiligt ist, ist das Wort alternative Fakten. Dann das Wort Faschismus. Fällt ja so oft. Faschismus ist ein Bündel. Es ist eigentlich nur ein anderes Wort für Gruppe, für Sekte. Ein kleiner Teilbereich von einem großen Komplex. Ob ich das jetzt Sekte nenne oder ein Faschist, ein Bündel nenne, ein Zusammenrotten, eine Zusammenrottung von Leuten, die an derselben Fehlerhaftigkeit leiden. Darum sage ich immer, ob du jetzt rechtsfaschistisch oder linksfaschistisch denkst. Es ist nur ein Spiegelbild von dir selber. Beides ist Faschismus. Für Faschisten ist es immer nur unsere Vorstellung von Recht, so wie der Nazi nur die deutschen Hitlerzeit ist. Aber Hitler, der Adolf, das ist ja bei dem Vornamen, bei dem Film geht es um den Namen Adolf, weil der so negativ ist. Wie kann man ein Kind Adolf nennen? Oder dann mit Neger. Ich sage, Neger ist eine Beleidigung, Schwarzer darf man sagen. Jetzt der Wahn, der absolute Wahn mit dem Gleichschalten der Polaritäten, wo die gar nicht merken, dass schon wieder ein Fehler da ist, wenn ich jetzt politisch mit der neuen Normierung ist immer einseitig. Wenn ich jetzt sage, es darf nicht mehr Bürger heißen, sondern es muss Bürgersternchen innen heißen. Und wir dürfen nicht mehr Arzt sagen, sondern Arztsternchen innen. Und jetzt, wenn du genau zuhörst, haben wir eigentlich schon Holofilling mitschwingen. Die Bürger sind innen, die wir uns ausdenken. Jetzt ist aber das Problem, genau genommen sind die Ausgedachten nicht in dem Ausgedachten innerhalb und außerhalb, sondern alles spielt sich in dem Punkt ab, in dem dieses Innerhalb zwischen innerhalb und außerhalb steht. Das ist das absolute Innen. Und ein ausgedachtes Innerhalb ist schon was aus, eine Vorstellung von innen, die zwangsläufig eine Vorstellung von außen erzeugen kann. Aber das ist der Punkt, um den sich alles dreht. Tatvamasi, das bist du. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, der Udo ist es nicht, der ist was Ausgedachtes. Peripherie, die Ariane kann es auch nicht sein. Wir haben die Arschlochkarte, wir zwei Arione. Ausgedachte Dinge werden das nie verstehen. Ich erkläre dir, was Ewigkeit ist, was Geist ist, rot geschrieben, was die Energie ist in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. In einer so kindgerechten, einfachen Sprache, dass wenn du jetzt ein 13-Jähriger wärst, mit minimalem Grundwissen, würdest du dich an meinen Worten gar nicht reiben, wenn du ein neugieriges Gotteskind, ein Geist bist. Das Problem ist das Wissen, dass dir dein eigenes Wissen, das du so schützt und im Weg hältst, diese unendlich erbärmliche Rechthaberei in Bezug auf die Einseitigkeit, die dir logisch erscheint. Und du wirst, wenn du das nicht in Frage stellst, denn du bist dich im zweiten Band der Acht- und Bahrungsgrundbände, heißt es immer wieder, wenn du aufgehört hast, deine eigene Logik, deine jetzige Logik in Frage zu stellen, oder du bewertest diese Logik immer noch mit deiner Logik, wird dir das immer logisch erscheinen. Logisch ist ein geistloses Programm, eine Maschine. Künstliche Intelligenz, ein Computerchip wird niemals wissen, was er macht, noch so groß sein Programm ist. Er selber kriegt es nicht mit.
Es ist was Ausgedachtes. Und ein ausgedachtes menschliches Gehirn kriegt es auch nicht mit. Egal, was da drin ist, wie viel Intellekt. Oder im Computerchip, wie viel Daten. Erleben tut es nur der, der sich das ausdenkt. Das Bewusstsein, der Geist, der träumt. Das ist meine einfache Metapher. Es muss auch nicht zu niemand leiden. Du kannst jetzt welche denken, die leiden. Was sind jetzt die Hühner, die gequält werden in Hühnerfarmen oder die Tiere oder die Menschen? Ein einfacher Satz. Alles, was du nicht denkst, ist in der Heiligkeit. Und sobald du es denkst, entsteht es hier und jetzt in deinem Kopf und es wird sich genauso fühlen, wie du dir das denkst. Du bist schuld an dem Leid der Welt. Du bist der Einzige, der für das Leid der Welt, die du dir ausdenkst, verantwortlich ist. Was jetzt kein Aufruf ist, dass du an kein Leid mehr denkst, weil nur Glückseligkeit ist genauso einseitig. Das ist übrigens hier die Kleinigkeit, wenn man sich wirklich einmal ganz, ganz bewusst zuhört. Ich habe ja hier, tun wir das, hier ganz am Anfang auf der Holofeeling-Seite, dieses kleine Ding hier. Geschwätz. Weil auch bei allen Esoterikern, die hier dann Biozeug in sich reinfressen. Das sind alles immer Feindbilder. Alles, was die machen, ist immer aufbauend auf einer Einseitigkeit. Dieses kleine Ding, da geht es in der Anfangsgeschichte. In der Anfangsgeschichte geht es um dieses muslimische Ehrerrettung. Das ist ein ganz wunderschönes Beispiel. Du, wenn dich da nicht reinversetzen willst, hättest du diese Logik, würdest du das als eine Ehrenrettung ansehen, was in der anderen Seite total entsetzlich ist. Das sind alles Einseitigkeiten. Hör auf, mit irgendeiner dieser Einseitigkeiten zu sympathisieren, egal ob es eine politische Partei oder eine Religion ist. Darum sage ich auch, wenn das jetzt sehr christlich aufgebaut ist, es ist der Kern aller Religionen stimmt. Die Ursache für die Fehler ist, dass du nicht selber dich auseinandersetzt mit diesen Schriften, sondern immer zu irgendwelchen Fachleuten gehst. Und dass diese muslimische Religion genauso voller Liebe ist. Ich habe in einem der Selbstgespräche in den Bändern, in den nachfolgenden Bänden, gehe ich ja hier auf eine Sure ganz genau ein. Eine einzige zumindest von den ganzen Suren, dass ich zeige, was hier im Arabischen wirklich drinsteht. Was dann hier, je nachdem, ob sunnitisch oder diese ganzen Sekten, wie das dann ausgelegt wird. Das Problem sind eure Lehrer. Ich rede jetzt eure, meine ich Geistesfunk, weil jeder ja irgendwelche andere Lehrer als Idole bezeichnet. Ein wirkliches Idol, ein wirklicher Meister wird jetzt erst einmal erklären, hör auf, irgendeinen Gedanken von dir mehr zu bewundern wie dich selber. Dich meine ich jetzt das, was du bist, der mich sprechen hört. Nicht das, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und du kannst nicht anders. Das macht dein Programm. Es ist ein Spiel, ich spiele mir zwei JCO-ICO selber. Das ist die erste Welle, wo ich sage, das ist ganz, ganz wichtig. Die Energie ist immer zwei. Das ist, wenn ich immer sage, das E-Quadrat, ob er, der Erwachte, besteht aus zwei. Dieses Selbstgespräch, das wir jetzt haben, die Figuren, die du dir ausdenkst, ob da zwei, drei oder fünf oder mehrere sind, uns geht es nur um diese Grundwelle, die du benötigst. Das heißt, wie ich sage, die Lampe im Projektor, unser Symbol, braucht eine Energiequelle. Und diese ausgedachte Energiequelle ist JCH und die Lampe in der Spezialisierung, die jetzt dann Filme, blaue Ichs abspielen kann, ist JCH. Und das ist das E-Quadrat. Und die Synthese davon ist UB, das ist die verbundene Weisheit. Und das ist immer auf Basic-Logik. Die Symbolik muss man auch verstanden. Aber stell dir vor, wenn einer sich da nicht auskennt, ja, was meint er mal, wenn er sagt, das ist auf Basic-Logik erklärt? Du kannst nur, du brauchst Wissen. Aber Wissen ist was, was sich von Augenblick zu Augenblick verändert in dir. Und das hat immer einen Hintergrund, eine gewisse Kollektion. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, deine Wohnung in Form von Bildern, Einzelbildern abzurasten in deinem Kopf, das heißt, wenn du dich in Bewegung setzt und rein einmal in einem Gedankengang durch deine Wohnung läufst und dann den jetzt ausgedachten Kopf in verschiedenen Perspektiven drehst, dann wirst du feststellen, wenn du das jetzt machst und du setzt dich jetzt ausgedachte Weise 7 Meter weiter nach hinten und den Kopf drehst, hast du ganz andere Bilder in der Perspektive. Jetzt denk dir mal, du wärst jetzt die Ariane
du wärst in dem Zimmer der Ariane, das du dir jetzt ausdenkst, ist ja nur ein Pixelarrangement vor dir. Mhm. Dann ist dahinter eine halboffene weiße Tür und du gehst jetzt hin durch diese Tür durch und stellst dich hin und drehst an den Kopf. Dann wirst du, wenn du das jetzt abrasterst, von dem Mittelpunkt eine komplett andere Bildersphäre um dich herum haben, wie wenn sie das jetzt macht. Mhm. Und wenn du das jetzt bei dir machst, mit deinem jetzigen Kopf, und du denkst dich einfach in ein anderes Zimmer. Du bist der Mittelpunkt. Es ist nicht, dass die Punkte da sind, sondern das ist ein Punkt. Wir spiegeln eine Peripherie raus und die Punkte befindet sich in dem Punkt. Wenn du jetzt den als Mittelpunkt setzt, hast du um den Punkt eine andere Peripherie wie um den ausgedachten Punkt. Aber die Punkte sind schon aus dem absoluten Mittelpunkt herausgedachte Mittelpunkte, die sich alle in dem befinden. Das ist, wenn du mal begriffen hast, was der Kehrwert hast, eins durch. Was wir ja erst sichtbar machen, wenn wir uns das um uns herum vorstellen. Das heißt, die vier Spiegel um dich herum, um den Tetraederspiegel, diese, Antithese, Synthese-Spiegel und der rote, der schaut. Mhm. Die rote vier, wo sich das wieder alles eins wird. Mhm. Dass diese vier ausgedachten Spiegel, die wir uns jetzt um uns herum denken, eigentlich genau genommen ist der Mittelpunkt des Ganzen und wir machen 1 durch 4. Das ist die erste 1-4er-Struktur. Ganz massiv Weinreb lesen, wie die Bibelstruktur aufbaut mit der 1-4er-Struktur. Mhm. Es geht hier um unendlich viel Wissen. Und das erkläre ich dir, indem ich sage, du sitzt jetzt am Computer und du hast jetzt das Internet eingeschaltet, das wir uns jetzt ausdenken. Dir muss klar sein, du kannst hier Milliarden von Internetseiten aufmachen. Mein YouTube-Beispiel mit den Untersystemen. Sagst du mal, YouTube ist eine von unendlich vielen Seiten und das ist wieder nur ein Ordner für eine Unmenge von Videos. Und hast du jetzt ein Video laufen, kannst du an eine ganz bestimmte Stelle hinein und ein einziges Bild rausholen. Selbst, da das ist eine ganze Beschreibung, die kannst du nachvollziehen mit dem Intellekt, den ich dir jetzt zuspreche. Ja. Das ist nämlich das Wichtige, dass jetzt ein Spiel kommt, dass dir eins klar sein muss. Die Menschen, die du dir denkst, die werden von dir erschaffen und wissen das. Das heißt, wenn du jetzt das Ariane-Programm laufen hast, nochmal, bitte hör ganz genau zu, wenn wir werden jetzt von einem und demselben Geist ausgedacht. Was der Geist aber erlebt, hängt von seinem Programm ab, von dem Glauben, wer er ist. Wenn du jetzt das Ariane-Programm laufen hast, dann hast du vor dir eigentlich auf deinem Monitor plus dem Udo. Und du weißt jetzt genau, was der Udo auf dem Monitor sieht. Das kannst du jetzt denken, weil du nämlich bestimmst, was der Udo sieht, den du dir ausdenkst. Okay? Mhm. Du kannst da ungefähr dir grob vorstellen, was der jetzt hinter dem Monitor sieht, den du dir jetzt denkst. Hast du das Udo-Programm laufen? Weißt du jetzt auch, was der Udo sieht, nämlich die Ariane? Wenn du jetzt aber weder die Ariane noch der Udo bist, sondern du bist jetzt irgendeiner von vielen Möglichkeiten, ein Programm hast du hundertprozentig sicher, jetzt hast du mal jetzt den Udo und die Ariane vor dir. Und was ich dir hier damit sagen will, ist, dass alles, wenn du eine Zeitung liest, die Menschen, die du dir ausdenkst, die sind so und sehen das, was du dir denkst. Die können nicht anders sein. Du definierst, ob das Gute sind oder ob das Böse sind. Du definierst, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber genau genommen definierst nicht du das, sondern dieses zwanghafte Programm, dein Mechanismus, dein Schwamminhalt, den du geistlos nachhilfst. Und alles, was deiner Logik widerspricht, bekämpfst du. Das ist dumm. Es ist geistlos und dumm. Du ziehst dich zurück und machst dir die anderen Perspektiven zu eigen. Und dann wirst du irgendwann einmal in einer Größenart und Weise denken können, die für dich jetzt so wenig vorstellbar ist, wie du irgendein als einjähriger menschlicher Trockennasenaffensäugling dir vorstellen kann, wie extrem erfüllend ein extrem geiler Sex zwischen Mann und Frau, zwischen Affe und Effin sein kann, wenn zusätzlich, wenn die noch total ineinander verschossen sind, verliebt sind. Und wenn du weiter wächst, wird dieses höchste Glücksgefühl in einer gewissen Lebensphase, das du dir jetzt ausdenken kannst, ohne irgendwie schmutzig oder was zu denken. Ich habe mir dabei was gedacht, wie ich das erschaffen habe. Wird für dich genauso ein lächerliches Nichts sein, so wie hier sich irgendeiner über ein Holzschaukelpferd freut, wenn er 3 Jahre alt ist. Oder wenn du vielleicht 15 oder 16 bist und du kriegst einen Mofa. Das ist das Höchste für einen, der das haben will. Und da wird alles, was du als Erwachsener meinst, das wär's, oder ein Riesen-Lottogewinner, Euro-Checkpot mit 15 Milliarden. Es ist ein Nichts,
ein Nichts im Vergleich zu dem, wo ich dich hinführe. Weil es mit Basic-Logik nicht darstellbar ist. Und ich weiß, wovon ich rede. Wie, meinst du, ich gehe aus Spaß von der höchsten Ebene wieder runter in deinem Traum als Brüssel-Uder? Für wen mache ich denn das Ganze? Eigentlich letztendlich nur für mich selbst, für Facetten von mir. Ich behaupte doch, dass ich du bin. Darum reiche ich dir jetzt solche, ich glaube, jetzt reicht es langsam. Du hast die Chance, dass das jetzt das letzte unbewusste Leben ist. Und jetzt springe ich nochmal in das vorhergehende Selbstgespräch mit den Samuel Eggert. Mit der Freiheit. Wenn nicht, hört, zapp dich nochmal rein in diese paar Minuten von dem Startpunkt 979. Dass das, das Christliche, was er erwähnt, er sagt, der Sinnheil liegt nicht irgendwie in deinem Körper, die Freiheiten, die man sich erkauft mit Selbstlügen. Es ist, dass du den Körper überwindest. Du wirst das eigentliche Sinnheil, was du, das Göttliche, was du in dem Körper, solange du dich mit dem Körper verwechselst, niemals erleben. Mit den ganzen Freuden, die du in dem Körper erleben kannst. Das ist wirklich eine Kleinkindphase wieder in unseren 3x3x3 Wachstumsstufen, die wir symbolisch darstellen. Ob jetzt das köstlichste Essen ist oder unheimlich erfüllender, in Liebe geborener Sex, dass ich 2-1 werden wollen, Mann und Frau, um ein Kind zu zeugen. So deutlich das empfindet, ist es auf der höheren Ebene gesehen, ist es absoluter Kinderkack. Und man klammert sich so fest an das Leben, möglichst lange in dieser Ebene zu bleiben. Es ist nicht gut gewesen, dass die Schulmedizin die Krankheiten erfindet, sich einmisst und man stolz drauf ist, in dem Wahn des materialistischen Wissens, dass man die Lebensspanne von durchschnittlich 50 Jahre jetzt auf 85 oder 90 Jahre verlängert hat. Man hat das Gefängnis verlängert. Weil umso länger die Menschen leben, umso länger, umso mehr Geld kann man damit verdienen. Das ist die eigentliche Motivation im Hintergrund. Das habe ich angesprochen. Natürlich ist es jetzt nur, weil ich mir das ausdenke, ohne eine Schuldzuweisung gegenüber den Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, die bloß geldgeil sind. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie er von mir gedacht wird. Und jetzt mach dich zu dem Autor, zu dem Romanschreiber einer komplett neu eigenen Welt. Dann brauche ich die Kontraste, ich sage immer wieder dasselbe. Wenn du das Einfache wirklich verstanden hast, ich werfe doch nicht irgendeinen Charakter, den ich mir ausdenke, vor, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ich brauche den für die Lebendigkeit der Geschichten. Bist du schon ich? Und dann geht es da nicht, wenn du das Gefühl hast, das geht ja nicht schnell genug. Das ist jetzt bei unserer Hannemarie, das ist voll, die ist vollkommen in dem Wahn, wo ich sage, im Problem des zweiten blinden Arschlochs. Solange irgendwas in dir auftaucht und du willst es nicht haben, bist du ein blindes Arschloch. Es ist was, was du dir ausdenkst. Und ich sage, lass doch einfach wieder in dich reinfahren. Nichts lässt sich einfacher lösen wie ein Problem. Du denkst einfach an was anderes. Jetzt wirst du meinen, das Problem verlagert sich, ich bin ein träumender Geist, ich kann es mir nicht raussuchen. Wieso lässt er mich das immer wieder denken? Wieso passiert jetzt das wieder? Ich habe es doch verstanden, das höre ich immer wieder von Leuten, die ich mir jetzt ausdenke. Ich sage, weil du es nicht verstanden hast, sonst wird es sich nicht wiederholen. Wenn du ein Buch zuklappst, ist es weg. Das heißt, wenn du jetzt das Leben, wenn du jetzt dich auflöst, was du ja körperlich jeden Moment machst, wenn du nicht dran denkst, das Problem, sage ich, das Auflösen deines Körpers kriegst du ja nicht mit. Was viel interessanter ist, ist, dass sich das ständig wiederholt. Aber was passiert jetzt, wenn du wach wirst? Das heißt, was im Toni passiert ist, den wir uns jetzt ausdenken, ein Symbol, ich muss ja irgendwie reden. Was ist dann, wenn du wach wirst? Das stehst du jetzt, hast du mal eine kurze Zeit vom Bücherrekord. Dann bist du ich. Aber das ist langweilig. Dann liest du ein neues Buch und Interessantes. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich sage, sagst du mal, in der großen Palette, in der großen Palette der Bücher, dass keine Zeit gibt, sind da Mittelalter-Romane und Science-Fiction-Romane zum Beispiel. Oder in der Jetztzeit, wie du auch immer Jetztzeit definierst. Das ist ja alles gleichzeitig da. Wenn du jetzt als Nächstes sagst, ich will mal wieder ein Burgfräulein sein im Mittelalter, das ist wie wenn du auf eine Theaterbühne gehst. Es kann aber was Eigenartiges passieren. Du kannst jetzt ein Leben leben, wo eine Ariane, wenn du jetzt die Ariane bist, oder ich sage mal, du kannst ein Leben leben, wo du jetzt nicht mehr die Ariane bist, aber dass in deinem Leben eine Ariane mit existiert.
dass du in Bayreuth jetzt lebst als irgendwer anders. Mhm. Und dann kann es sein, dass neben dir auf der Supermarktkasse die Ariane steht, mhm, die du aber überhaupt nicht kennst, weil die jetzt da keine besondere Rolle spielt bei dir. Das ist nur eine Randerscheinung. Mhm. Was ich dir jetzt erkläre, ist übrigens die Wirklichkeit, nicht irgendwelche Science-Fiction. Mhm. Lass das auf dich wirken. Ja. Weil es gibt ja Leben, ja, ich drehe es einmal rum. Ja. Dass wenn du jetzt irgendwo hier einkaufen gehst, sind um dich rum Menschen. Ja. Und wir denken uns jetzt einmal, dass die ja auch, wenn sie Geistesfunken sind, nicht bloß KIs, denk wieder an GTA. Habe ich einen Multiplayer-Modus? Ich rede immer, dass im Hintergrund der Geistesfunken ist. Dass die genauso ihr Leben, ihr eigenes Leben erleben, so wie du jetzt deins erlebst, egal wer du zu sein glaubst. Mhm. Und das ist dann auch ein Buch, mhm, im Programm. Eine, mhm, aus diesem Konstruktprogramm eine KI. Wir tauschen dann nur praktisch den Multiplayer-Modus den Spieler aus. Mit dem Joystick in der Hand. Dann ist Folgendes, dass hier neben dir an der Supermarktkasse einer steht, den du überhaupt nicht kennst, als Randerscheinung. Wenn du im nächsten Leben jetzt der bist, mhm, ist zwangsläufig die Ariane für dich eine Randerscheinung, ein komplett Fremder, den du gar nicht kennst. Mhm. Wir können natürlich auch einen Sprung machen, dass du in ein anderes Zeitalter springst. Aber jetzt ist es, welche Vorstellung hast du? Das ist ja das Problem mit Raumschiff Enterprise oder den Star Trek, dass das auch schon wieder nachgeäfftes Wissen ist. Also ich spreche hier nur Sachen an, dass ich jetzt sage, wie zeichne ein Quadrat mit drei Strichen und du sagst, wo soll ich die drei Striche hinmachen? So, ich such's dir doch raus, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Und dann wirst du immer wieder in dich reinlauschen und dich inspirieren lassen müssen, weil das Neue, das vollkommen Neue kommt niemals von außen kommt überhaupt nichts. Es kann, wenn du träumst, nur aus dir kommen. Das kann auch sein. Okay, weil alles in dir drin ist, das ist Gott. Mhm. Mhm. Und jetzt brauchst du die Inspiration, du musst auf den inneren Weisen hören. Das ist das, wo ich immer wieder im Kleinen sage, als Udo, hier, du liest Wissen an, immer noch normal von außen und die sind da außen, bis das System umkippt. Und dann kriegst du den Zustand, denk an 30 Gegenstände, setz dich hin, beobachte dich dabei. Und dann wirst du dir jetzt erst einmal bewusst machen, du suchst dir gar nichts raus. Du siehst ja nicht raus, ob du zum Essen gehst. Mir fällt jetzt gerade ein, früher habe ich immer wieder gesagt, mein Speisekartenbeispiel, wo der Jan sagt, wir machen mal Jan und Ariane-Geschichte. Der Jan sagt, wir können zum Essen einmal wieder gehen. Und dann sagt die Ariane, wo willst du hin? Und dann kommt dir vielleicht der Gedanke hier, wir waren schon lange nicht mehr beim Griechen. Und vielleicht kommt dann im selben Moment, dann habe ich wieder so einen blöden Knoblauchgeschmack im Morgen. Das liegt mir so im Morgen. Das ist ganz individuell. Wenn du neben dir stehst, merkst du, da ist ein Gedanke, ein Reizauslöser und du reagierst sofort wieder mit einem Gedanken, mit Gefühlen. Das ist ein Geflacker, du hast null Einfluss drauf. Und das Schöne bei Holofeeling, da geht es nicht mehr darum, dass du deinen Einfluss drauf nimmst, sondern dass du dich davon löst und vollkommen wertfrei schaust. Und was macht der? Der schaut erst einmal, was die Figur macht, die Rolle macht. Es fällt was runter, kratze im Auto, scheiße. Das ist der, den wir beobachten. Jetzt wird aber der, der das beobachtet, sowas ausgedacht, der weiß, ey, das ist eine totale Einseitigkeit, ich gehe in Balance. Der lächelt dabei. Der ist aber auch was Ausgedachtes. Und du erkennst plötzlich, ich bin das Nichts dazwischen, das jetzt natürlich in dem Moment schon wieder was Ausgedachtes ist, weil ich der bin, der sich diese zwei, den, der beobachtet wird, den Beobachter und den Ausgedachten, der jetzt diese Balance erzeugt, ist ja auch jetzt die Synthese, was ausgedacht ist. Ich bin aber der, der sich jetzt diese Trinität ausdenkt. Mhm. Jetzt werde ich schon wieder zu was ausgedacht. Da muss ja nochmal einer da sein, der sich den ausdenkt. Mhm. Das ist das Spiel mit Holofeeling. Mhm. Und wenn du das jetzt bis ins Erbrechen immer wieder wiederholst, was irgendwann einmal ein Heuriker, so ein Lämpchen gehen, das Heurika, das in dir aufgeht und du wirst dir denken, mal bin ich blöd gewesen. Warum habe ich mich mein Leben lang so gequält? Um das zu lernen. Einfach um das zu lernen. Mhm. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Das Schöne an den Kindern ist, dass Kinder wirklich auf alles neugierig sind, was sie nicht kennen. Auch sehr oft erwähnt. Mhm. Als programmierter Mensch interessiert dich nur noch das, was dir irgendwas bringt, was dir logisch erscheint und alles, was deiner Logik widerspricht, willst du gar nichts damit zu tun haben oder es interessiert dich nicht, das ist das, was die Feinde sind, die du lieben sollst. Das ist das Feine. Im Feind steckt eigentlich schon Feinde.
ist das feine Wissen, wenn ich weiß, dass die E-Wissen heißt. Das wirklich feine Wissen, die absolute Köstlichkeit ist alles, was du noch nicht kennst. Wie oft hat der Udo in seinen vielen, vielen Asienreisen erzählt, ich habe mir irgendwann einmal angewöhnt, wenn irgendwas auf einer Speisekarte steht, wo ich noch nicht probiert habe, selbst wenn jetzt was drauf ist, wo ich momentan einen Bock drauf hätte, wenn ich was sehe, was ich nicht kenne, probiere ich das. Das habe ich über viele Jahre jetzt normal gesprochen durchgezogen. Und ich habe ganz, ganz gruselige Sachen vorgesetzt bekommen. Aber ich habe Köstlichkeiten vorgesetzt bekommen, die ich niemals erlebt hätte, wenn ich mir das nicht zum Ziel genommen hätte, dass ich einfach so ein innerer Schwur, wenn ich jetzt irgendwo essen bin, in fremden Ländern vor allem, und ich sehe irgendein Gericht, das ich überhaupt nicht kenne, ich probiere das. Und dann platzt es natürlich auch wieder in mehreren Möglichkeiten auf, weil ich festgestellt habe, da waren etliche Sachen, die mir beim ersten Mal gar nicht geschmeckt haben, wo ich dann, nachdem ich dem, wie ich der Udo sagte, ich gebe ihm nochmal eine Chance, wenn ich nicht so, schmeckt es mir jetzt oder schmeckt es mir nicht, dann muss man auch, wenn er Geduld haben, du kannst das Vorschnelle bringen dich überhaupt nicht weiter. Mhm. Was macht deine Logik? Sag mal ganz selbst ehrlich, schau in dich rein, du siehst bloß ein paar Worte und sagst, den Scheiß interessiert mich nicht. Das ist das Trügerische auch an den Klicks bei Videos. Die Vielheit macht sie überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil. Man meint immer, die Qualität zeigt sich, umso mehr Klicks da drauf sind. Das ist auch bei den Holofeeling-Videos. Ich sage immer ganz, ganz definitiv, was du, weißt du, jeder, der hier einmal draufklickt und wenn er es nach 2 Minuten wieder wegmacht, ist ein Klick. Mhm. Wenn einer sich aber dasselbe Video 3-4 Mal anschaut, wo ich sehr viele kenne, das ist auch nur ein Klick, wenn es vom selben Computer ist. Wenn du dir ein Video 2-3 Mal anschaust, weil du das wirklich studierst, ist jetzt in dem Bezug auf Klickzähler von YouTube, ist das nur ein Klick. Okay. Kannst ja mal probieren, mach ein Video an, mach's aus, mach's sofort wieder an, mach's aus. Müsste ja jedes Mal ein Klick dazu kommen. Stimmt. Außer du gehst an einen anderen Computer, dann wirst du feststellen, dann zählt er wieder, weil er ja die Eingabe macht. Bei Internetseiten sieht es wieder anders aus. Der Internetseitenzähler selber, der zählt jeden Klick ganz einfach. Weil die, wo jetzt wechseln, zum Beispiel der alte Hensenblock vom Redo. Den es ja jetzt nicht mehr gibt, wo er nicht mehr macht, weil wir die neue Holofeeling-Seite haben. Da war ein Klickzähler drauf, da ist jedes Mal, wenn er auf die Seite geht, auch wenn es dasselbe ist, wird er als Klick gezählt, weil das ja sich chronologisch ändert, weil ja immer wieder neue Einträge drin sind. Mhm. Jetzt lassen wir es gut sein. Feuerwerk. Missverständnis und Auflösung. Mhm. Auflösen kann sich's nur, wenn du es nicht mehr denkst. Und alles, was dir jetzt für dich überlebenswichtig normal gesprochen erscheint, was du meinst, was du brauchst, um glücklich zu sein, das kann sich in dir nicht auflösen, weil du das immer und immer wieder wiederholst. Mhm. Und solange du deine Windeln wiederholst, weil du meinst, sie sind wichtig, weil du in deiner eigenen Scheiße liegst, was übrigens ein wunderschönes Wort ist, wenn wir uns das genauer anschauen, zuerst einmal, was bedeutet Scheiße ursprünglich, wie ist das hebraisiert in dem ganzen Zeug, dann wiederholt sich das halt, bis du sagst, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr, das ist genug. Und dann kippt viele Meinungen kippen um, rein durch den Alterungsprozess. Das ist jetzt hier, wenn wir Sachen, wo wir früher gerne angeschaut haben, auch all die Filme, wo man total begeistert war, ich mache immer wieder so Jugendfilme, wenn du die jetzt anschaust, da stehen dir die Haare zurück und sagst, wie kann uns das gefallen haben? Ich sage, mit der Logik, die du, diese unreife Logik, die du in dem Alter hattest, ist das das Beste gewesen. Schaust du das 30 Jahre später an und sagst, was ist das für ein Scheißdreck? Ja. Ich habe das schon mal gebracht mit die zwei. Amerikanische oder englische Fernsehserie. Mhm. War Marion total begeistert und dann sieht sie, oh, in die dritten werden die zwei wiederholt. Wir haben 5 Minuten haben wir geschafft, dann mussten wir es wegmachen. Das hat körperlich wehgetan. Ja. Und da hat man gefiebert die ganze Woche, wenn die neue Folge kommt. Dann wiederum gibt es aber immer 16 Seiten. Du musst jetzt einmal, geh mal auf YouTube und schau mal Bonanza. Mhm. Jetzt ist immer wieder in meinem Alter Bonanza, wie Bonanza im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Das war in die 60er Jahre. In der Regel, Ende der 60er Jahre. Da war das Kinderkacke, da hat dann das Bonanza natürlich gefreut. Wenn du jetzt, solltest du jetzt 30, 40 sein, kennst du vielleicht, hast du das einmal gehört, ist das ja bei dir nicht aktuell. Das ist wie mit der Musik, das sind halt diese Zeitetappen, Zeitabschnitte. Aber wenn du jetzt dieses Cowboy Cartwright, du hast eine Western-Serie gewesen.
Geh mal auf YouTube und schau dir Bonanza-Folgen an, wenn du mal die Charaktere begriffen hast. Das ist vom Allerfeinsten bis zum heutigen Tag. Es ist unendliche Weisheit, mehr Weisheit wie da in 99% der anderen Kacke. Obwohl das eigentlich für Kinder, das haben wir als Kinder angeschaut, die Familie Cartwright mit seinen Söhnen. Kennst du überhaupt nicht, bist du zu jung? Bist du zu jung, das ist immer wieder die Phase, das ist auch immer die Musik. Ja. Was man jetzt immer, wenn man die 80er Jahre, bei uns die 80er, die 70er Jahre, die 60er Jahre bei mir, diese Musik, das ist jetzt ungefähr für uns, ich weiß gar nicht, das ist hier gar kein Bill Haley oder was, man muss immer zurück, du hast ja immer, deine Jugendzeit ist irgendwas an Filmen da. Aber das, ist, das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Den Colette wieder lesen, den Prediger, es gibt nichts Neues. Es wiederholt sich immer das nur oberflächliche Variationen. Das Prinzip bleibt immer gleich. Die Studenten aufruhen, die Jungen, wenn sie mal 20, Mitte 20 waren, ob das die 68er Generation ist. Und da hast du jetzt einen Riesenbruch in unserer Gesellschaft, dass die Massengesellschaft, die Influencer nur noch zu Geistlosen, das ist die Wendezeit, weil immer, zu allen Zeiten, die du dir ausdenkst, hat die Jugend, die intellektuell studierte Jugend, haben gegen das Establishment protestiert. Da gibt es natürlich jetzt auch noch einige. Aber in deiner jetzigen Traumwelt zeige ich dir, dass die Masse nur noch konsumieren und Influencer sind. Das war in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht der Fall. Darum ist das jetzt eine elementare Wendezeit. Es sind geistlose Konsumzombies geworden. System höre ich, ohne dass sie das wissen, und kommen sich noch toll vor. Ist ja alles so nice. Die Influencer, schon das Wort ist so, was eigentlich? Herumgedreht im Vergleich zu dem, was es bedeutet. Influencer. Ja. Das sind die Corona-Krankesten, wo es überhaupt gibt. Mit Werbung Geld verdienen. Das ist immer auch die ganze Werbepsychologie. Mit Menschen, das ist so unchristlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Immer wieder, mein Liebe, deine Feinde. Möglichst die Mitmenschen irgendwas konsumiert bis zum Wahn. Das Seelenheil liegt im Konsumieren, im Geldverdienen. Ihr wisst nicht, was Seelenheil bedeutet. Ihr werdet es auch nie wissen, sage ich jetzt zu denen, die ich mir ausdenke, die mich sowieso nicht sprechen hören. Was sind denn die jetzt? Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mir jetzt welche denke oder ich denke mir jetzt, dass ich mir jetzt Tausende denke, die sich das Video anschauen, die vor dem Computer sitzen. Es ist alles Gedanken. Gedanken erleben das nicht. Das kann nur der erleben, der sich's ausdenkt. Du erlebst immer nur deine eigenen Gedanken, deine eigenen Informationen. Und die werden so sein, wie deine Logik sie in dir aufbaut. Und das ist jetzt rudimentär, sage ich immer wieder, wenn du dir jetzt asiatische Meister ausdenkst mit den ganzen wunderschönen Geschichten, die meditieren. Über Meditation, was auch immer du liest. Die, die du dir denkst, werden das niemals wissen und haben das auch nie gewusst, weil das Gedanken sind, die jetzt gedacht worden. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, was ist ein ausgedachter Denker und seine Information? Das ist ein ausgedachter Adam, das ist ein ausgedachter Jahwe und ein ausgedachter Gott. Dieser ausgedachte Denker. Aber der kriegt das nicht mit, weil der auch bloß was Ausgedachtes ist. Für was steht er symbolisch? Für dich selbst. Rot geschrieben, für uns. Und wenn das installiert ist, dass das hundertprozentig sicher, das ist hundertprozentig sicher, aber wenn du das jetzt verstanden hast, was 100% sicher heißt, hundertprozentig sicher ist das, was du hier und jetzt überprüfen und erleben kannst. Betonung liegt auf hier und jetzt. Um was überprüfen zu können, um was zu erleben, musst jetzt was existieren. Egal, wo du dir das räumlich und zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt deine eigene Information. Egal, ob es nur ein bewusst gedachter Gedanke oder eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Und jeder Gedanke, den du neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Aus. Jetzt frage ich dich, wie muss ich studieren, um das zu wissen? Du kannst das ganze Wissen der Welt sein und es nicht verstehen, wenn du kein Bewusstsein bist. Und du bist kein Bewusstsein, solange du meinst, Bewusstsein ist etwas, was du besitzt. Punkt. Lass mal es gut sein, Kleines. Ja. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich.